Alle Fakten sprechen eine ganz klare Sprache. Bayern ist fast überall die Nummer eins oder vorne dran. Ob bei der Arbeitslosenquote, ob beim Wirtschaftswachstum, ob bei der Armutsfrage, ob bei der Bildungsquote, ob bei der Kriminalitätsrate. Überall gehört Bayern zu der absoluten Spitzenregion in Deutschland. Und das ist kein Zufall, das ist kein Glück, sondern das Ergebnis einer harten Arbeit seit vielen Jahrzehnten. Und darum sage ich euch, am Ende kommt es in Bayern immer auf die CSU an, liebe Freunde. Unser Land ist in guter Hand durch die CSU. Und es muss sich etwas ändern in Deutschland. Es braucht einen Ruck für unser Land. So wie es jetzt ist, kann es auf keinen Fall so bleiben. Ich sage euch eines, und es ist ein hartes, aber ich glaube ein Urteil, das die Mehrheit der deutschen Bevölkerung sofort unterschreiben würde. Diese Bundesregierung ist wohl die schlechteste Regierung, die Deutschland je hatte, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss man leider sagen. Wer die Ampel nicht mag und wer der Ampel ein Signal senden will, der kann das am besten tun, indem er beide Stimmen für die CSU gibt, liebe Freunde und Freunde. Beide Stimmen. Ihr, die CSU, seid meine Heimat, ihr seid meine Basis, ihr seid meine Familie seit 40 Jahren. Und deswegen sage ich auch, es geht nicht ohne euch. Ihr seid so unglaublich wichtig, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bitte euch um euren Rückhalt. Lasst uns zusammen kämpfen für Bayern, für Deutschland, für die CSU. Auf geht's, liebe Freundinnen und Freunde. Wir starten durch. Dankeschön. Ist Markus Söder mit 96,5% der gültigen Stimmen erneut zum Parteivorsitzenden gewählt. Ist unser Angebot. Und es zeigt, bei uns sind es nicht ein, zwei, drei Personen, sondern unglaublich viele großartige Leute. Lasst uns gemeinsam kämpfen für unser Bayern, für ein starkes, stabiles Bayern. Danke für diesen Parteitag. Danke an euch. Lasst uns gemeinsam kämpfen. Herzliches Dankeschön und vergelt's Gott an euch alle.